Hey! Sie kennen mich, ich bin ein deeper, nachdenklicher Typ wie Gerd Skobel oder Oliver Kahn oder dieser Maulwurf, der rausfinden will, wer mir auf den Kopf geschissen hat. Und darum möchte ich heute im ZDF Magazin Royal mal nachdenken. Und zwar über Freiheit, 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 Freiheit. Entschuldigung. Es geht heute um Freiheit. Ist sie die Einzige, die fehlt? Ist sie das Einzige, was zählt? Bei Freiheit, das wissen Sie natürlich, darf eines nicht fehlen, die FDP. Klar, darum begleitet uns heute an den Tasten der Soundcloud-politische Sprecher der FDP, Marco Buschmann. Wir als FDP, die wir die Zwischentöne mögen, wir sind eher so ein bisschen jazzy, ne? Okay. Fast schon zu Jesse, Herr Bundesjustizminister. Also, es geht heute um Freiheit im ZDF-Magazin Royal und um den einzigen Ort, an dem Freiheit endlich gelebt werden kann, rund um die Uhr, genau. Twitter, ja, Twitter. Sie wissen schon, das soziale Netzwerk mit diesem blauen Vogel und den ganzen frechen Vögeln, die bei Twitter fliegen gelernt haben. Wenn Gott nicht will, dass wir unsere Fingernägel essen, hätte er sie nicht so knusprig machen sollen. Boris Palmer wird mit der deutschen Höchststrafe gemaßregelt. Bisschen Urlaub. Hoffentlich geht Wallraff nie zur IKEA Hotdog Bar. Ich persönlich, ich bin ja gar nicht bei Twitter. Ich habe die Plattform nie verstanden. Aber hier, Caro Miguel El Hotzo, der lustige Teil des ZDF Magazin Royal Teams, habe ich komplett von Twitter weggecastet. Und den journalistischen Teil des Teams, unsere ganzen Fakten-Junkies, die habe ich natürlich auch komplett von Twitter weggecastet. So ist das nun mal. Falsch! Es war eine kleine satirische Überspitzung im Rahmen einer satirischen Sendung. Ey, ganz easy. Mann, Twitter, das soziale Netzwerk, von dem die ganzen Waschlappen sagen, bekomme mehr und mehr den Eindruck, dass die Diskussionen hier mit dem richtigen Leben kaum noch etwas zu tun haben. Oder hier das. Twitter ist maximal eine Blase. Oder das. Nach einer schlaflosen Nacht komme ich zu dem Ergebnis, dass Twitter auf mich abfärbt. Das muss Konsequenzen haben. Und meine ist, dass ich meinen Account lösche. Ja, schlaflose Nächte. Knick, knack. Ja, dann lösch dich doch, Robert, ganz ehrlich. If you can't stand the tweet, get out of the twitchen. Die Freiheit bei Twitter ist eine ernste Sache. I'm just fighting for free speech in America. This is a battle for the future of civilization. Free speech is the bedrock of a functioning democracy. Tweets von Elon Musk, der amerikanische Frank Thelen, war einer von ganz vielen Freiheitskämpfern. Aufgefallen vor allem durch philosophische Großgedanken wie I put the art in fart. You don't have a soul, you are a soul. The color orange is named after the fruit. Okay, deep. Aber es reichte nicht für den großen Erfolg. Bei Twitter musste Elon Musk, der Milliardär, gefangen im Körper eines Rougette-Ofenkäses. Bei Twitter musste der reichste 12-Jährige der Welt schmerzlich lernen, Intellekt, Witz und Liebe kann man sich nicht kaufen. Und darum hat er einfach bockig Twitter gekauft. Vom Schnabel bis zum Bürzel. Gekauft! Im Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar. The bird is freed. Elon Musk hat den Vogel befreit. Und Vögeln die Freiheit schenken, das machen nur die Besten. Ja, mach mal gut. Ja, gute Reise für dich. Ja? Adieu, Eule. Jetzt bist du frei. Mach was mit deinem Leben. Investier, gründe ein Unternehmen, kauf die CDU, ist egal. Das Leben ist... Oh, Vogel.rip. Und ganz kurz, warum hält Friedrich Merz eigentlich seine Eule wie ein Magnum Mandel? Weil er es kann. Hashtag Freiheit. Elon Musk hat Twitter gekauft im Namen der Freiheit. Und er hat so ein Glück, weil er hat Gleichgesinnte. Es gibt nämlich auch in Deutschland genug größenwahnsinnige Loser, die ihr intellektuelles Unvermögen kompensieren mit Freiheit, Freiheit, Freiheit. Please stärke die FDP. Das war eine Nachricht von Matthias Döpfner, ZDF-Magazin Superfan, Deutschlands wichtigster Vulvensammler und nebenbei ehrenamtlich auch noch Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlags. Zwei Tage vor der letzten Bundestagswahl hatte seinem damaligen Bildchef Julian Reichelt geschrieben, please stärke die FDP. Das ist Englisch und heißt, ich liebe Freiheit. Die beiden Freiheitskämpfer Matthias Döpfner und Elon Musk hier an ihrem gemeinsamen Buddy-Tag in der Axel-Springer-Zentrale. Man sieht es direkt in ihrer Körperhaltung. Das sind zwei entmündigte Underdogs. Von der Gesellschaft gemieden und ausgegrenzt. Im Grunde genommen kurz davor, vom neuen DDR-Obrigkeitsstaat mit einem gelben David-Stern stigmatisiert zu werden. Great minds think alike. Darum haben sie Handynummern ausgetauscht. Matthias und Elon haben Handynummern ausgetauscht. Und ganz wichtig, falls Sie mal irgendwie bei einer Vernissage bei zu viel Weißwein versacken in Berlin, Matthias Döpfner, wenn der von wem die Handynummer hat, den er cool findet, dann kennt er keine Impulskontrolle mehr und schreibt eine SMS nach der anderen. Why don't you buy Twitter? Matthias Döpfner am 30. März 2022 an Elon Musk per SMS. Übersetzen wir ihn mal.
Warum kaufst du nicht Twitter? Ja, im Zuge eines Gerichtsverfahrens im US-Bundesstaat Delaware wurden SMS von Elon Musk öffentlich. Und huch, Matthias Döpfner ist dem offensichtlich ziemlich oft in die DMs geslidet. Der Gröfatz mit Vogel V, der größte Verleger aller Zeiten, hatte Ende März 2022 nämlich selber große Pläne für Twitter. Wir, Axel Springer, können das für dich managen und daraus eine wahre Plattform für Meinungsfreiheit machen. Das wäre ein echter Beitrag für die Demokratie. Demokratie, Meinungsfreiheit, die beiden wichtigsten Werte des Axel Springer Verlags, neben Hass säen, Persönlichkeitsrechte missachten und geile Titten. Da ist Elon Musk natürlich hellhörig geworden. Interessante Idee. Alright, alright. Elon Musk und der Pussypapst von Potsdam besprechen per SMS die Übernahme von Twitter. Alright, das ist ganz schön. Crazy horny fucking shit. Ja, und es wird noch crazy horny fucking shittier, weil nur 5 Tage nach Matthias Döpfners SMS startet Elon Musk tatsächlich die Übernahme von Twitter und wird zum größten Twitter-Aktionär. Und jetzt ging das Gesimse von Matthias so richtig ab. Sie sehen nun eine echte Nachricht von Matthias an Elon aus dem letzten Jahr. Hier, schauen Sie mal. Das ist quasi praktisch ein Leitartikel eigentlich. Ach was, das ist Kunst. Und was steht drin in dieser gar nicht so shorten Message von Döpfner an Musk? Machen wir mal ganz weit die Pupillen auf und schauen wir mal rein. Hashtag Schlachtplan. Erstens, Problem der Meinungsfreiheit lösen. 1a, Schritt 1. S, Twitter zensurfrei machen, indem die AGBs, aktuell hunderte Seiten, radikal auf das Folgende reduziert werden. Twitter-NutzerInnen stimmen zu. Punkt 1, unseren Dienst für Spam oder Betrug zu nutzen. Punkt 2, Gewalt zu fördern. Punkt 3, illegale Pornografie zu posten. Das sind nicht 2 unveröffentlichte Kapitel aus Stuckis aktuellster Hotelpool-Novelle. Das ist eine echte SMS von Deutschlands freiestem Verleger an Elon Musk. Was hat das alles zu bedeuten? Die wichtigste Erkenntnis zuerst. Freiheit heißt für Matthias Döpfner offenbar unironisch, dieses Emoji zu verwenden. Das wirft die Frage auf. Leute ab 50, die schon offensichtlich Emojis nicht handeln können, sollte man denen wirklich komplexere Internetstrukturen anvertrauen? Ich denke ja. Und habe ich das richtig gelesen? Hier, Döpfner sagt in seiner SMS an Elon Musk, die User sollen Twitter für Spam, Gewalt und illegale Pornografie verwenden? Oder hat er da einen nicht vergessen? Was meint er denn jetzt? Sollen Spam, Gewalt und illegale Pornos zu Twitter? Oder sollen die nicht zu Twitter? Matthias, du musst aufpassen mit deinen Short-Messages. Erstens, nicht, dass sie irgendwann mal öffentlich werden. Und zweitens, du darfst wichtige Wörter wie nicht an entscheidenden Stellen im Satz nicht vergessen. Ich will illegale Pornos bei Twitter ist was ganz anderes als ich will nicht illegale Pornos bei Twitter. Man könnte sogar sagen, das genaue Gegenteil. Und ich fürchte, Elon Musk hat mit Twitter genau das gemacht, was du ihm aus Versehen geschrieben hast, beziehungsweise nicht geschrieben hast. Mensch, Matthias, hier, guck mal. Fangen wir an bei Punkt 1 von deiner SMS. Nein, Quatsch. Klammer auf, kleines i, Klammer zu. Nee, Quatsch, nein. Wie war's? Erstens 1a Schritt 1, Twitter zensurfrei machen. Ja genau, erstens 1a Schritt 1, Twitter zensurfrei machen. Endlich die verdammte Cancel Culture wegcanceln, rät Matthias Döpfner. Und was hat Elon Musk gemacht? Elon Musk will absolute Meinungsfreiheit auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Den Aufruf des russischen Ex-Präsidenten Medvedev zum Völkermord in der Ukraine will der Twitter-Chef daher nicht löschen. In den aktuellen Twitter-Regeln heißt es zwar: Twitter hat das Ziel, der öffentlichen Konversation zu dienen. Gewalt, Belästigung und ähnliche Verhaltensweisen halten Menschen davon ab, sich zu äußern. Aber muss sich Elon Musk wirklich an seine eigenen Regeln halten? Ich meine, Weiß ich nicht, Digga. Ich meine nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung. Und weil der Hass-Tweet von Dmitri Medvedev nicht gelöscht wurde, erfüllten sich sogar gleich 2 Freiheitspunkte aus Matthias Döpfners genialer SMS-Vision. Erstens 1a Schritt 1, Twitter zensurfrei machen, weil wer nichts löscht, zensiert nichts. Super. Und zweiter Punkt, oder wie war das? 1b Schritt A, ersten Punkt, wie war das? Erstens 1a Schritt 1.2, Gewalt zu fördern. Genau, Gewalt zu fördern. Jetzt wird bei Twitter im Namen der Freiheit Gewalt gefördert. Sollen die Beta-Kacks und Snowflakes doch rumheulen? Jetzt ist Schluss mit dem Meinungsdiktat der Mehrheitsminderheit. Früher wurden arme Milliardäre wie Matthias Musk und Elon Döpfner im digitalen Diskurs gleichgemacht. Wie alle anderen Menschen. Also im Grunde genommen unterdrückt, weil ihre Meinung nur eine von vielen war. Das ist ein Spiel, was man nicht so einfach gewinnen kann. Außer
Man kauft einfach das gesamte Spielfeld. Und darum herrscht jetzt Freiheit bei Twitter. Die Anzahl der antisemitischen Tweets hat sich nach der Übernahme durch Musk mehr als verdoppelt. Ach, nur verdoppelt. Der Preis für eine Kugel Schlumpfeis hat sich im gleichen Zeitraum verachtfacht. Und wer die neue Freiheit bei Twitter nicht aushält, der soll doch zu seiner sexpositiven Klangschalen-Schamane mit ihrer genderqueeren Kakaozeremonie gehen und sich die Chakren freiweihen. Meine Meinung, meine Meinung. Ja, Comedy. Ja, das sehr spezielle Freiheitsverständnis von Elon Musk und Matthias Döpfner zieht natürlich, ich sag mal so, eine gewisse Klientel an. Bisschen aggro, ne? So ein bisschen dissonant, aber ist ja auch deren Aufgabe, ne? So. Wenn Matthias Döpfner gewusst hätte, was er mit seiner SMS anrichtet, weil Antisemitismus, das geht doch eigentlich gar nicht. Oder hält Matthias das Kunstwerk an der Wand im Axel Springer Haus bloß für ein großes, falsch ausgedrucktes Emoji? Man weiß es nicht. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Meinungsfreiheit beim neuen Freiheitstwitter? Das ist gar nicht mehr so einfach herauszufinden, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, weil Elon Musk vor kurzem dafür gesorgt hat, dass WissenschaftlerInnen extrem viel Geld dafür zahlen müssen, aussagekräftige Twitter-Daten für ihre Forschung über Twitter zu bekommen. Aber Sie kennen uns. Wir kennen wen. Die DatenanalytikerInnen Luca Hammer und Martina Schoris haben für uns trotzdem nachgeforscht. 1,3 Milliarden deutschsprachige Tweets ausgewertet. Das sind 90% aller deutschsprachigen Tweets der letzten 2 Jahre. Und siehe da. Man kann sehen, wie die Aktivität mittlerer und kleinerer Communities immer weiter abnimmt und die Dominanz der lautesten Community wächst. Das heißt, die Communities, die aus relativ wenigen Accounts bestehen, zum Beispiel rund ums Thema Medizin, die twittern immer weniger. Und es werden auch immer weniger Accounts. Gleichzeitig wird die lauteste Community immer lauter und wächst immer stärker. Und diese lauteste Community sind vorwiegend rechte Accounts. Wir haben mal den April 2021 mit dem April 2023 verglichen. Also Twitter vor Musk und Twitter nach Musk. Und aha, die Anzahl der deutschsprachigen Tweets von vorwiegend rechten Accounts sind gestiegen, ist gestiegen, und zwar 64%. Professor Dr. Dr. Medved H.C. Jan Böhmermann, das bin ich, konkludiert daraus, Elon Musk ist ein Nazi-Magnet. Wenn Sie das gerne selber mal überprüfen möchten und sich für Details interessieren, kein Problem, schauen Sie sich gerne unsere Twitter-Studie zum Thema wie Freiheit, die Freiheit gefährdet, selber an unter www.vogel.rip. Wer hätte das gedacht? Der Nazi-Magnat ist ein Nazi-Magnet. Okay, danke schön. That's ridiculous. Wer hätte damals gedacht, dass Armin Laschet eines Tages der deutlich coolere Player von den beiden sein würde? Elon Musk ist ein Nazi-Magnet. Oder um es mit klügeren Worten zu sagen. Endlich traut sich einer, das linke Diskursdiktat aufzubrechen. Survival of the fittest. Twitter ist jetzt natürliche Auslese. Digitaler Sozialdarwinismus getarnt als Freiheit. Das gilt auch für die eigenen MitarbeiterInnen. Musk soll 80% der Belegschaft von Twitter gekündigt haben. Was will Twitter auch mit Angestellten? Die hängen ja eh nur den ganzen Tag bei Twitter rum. Obwohl, Moment. Elon, kann man mit Angestellten nicht auch irgendwie Geld machen? Musk soll sogar versucht haben, die Büropflanzen an Angestellte zu verkaufen. Das ist ein genialer Business-Move. Unter uns CEOs, unter uns High-Performern ist es als Bottom-to-Top-Trickle-Up-Effekt bekannt. Der Reichtum tröpfelt in der Erfolgspyramide nach oben. Und ganz ehrlich, ganz ohne die spießigen Angestellten funktioniert auch Matthias Döpfners Hashtag-Schlachtplan für Twitter noch besser. Sie wissen schon, der hier, der coolste Punkt daraus ist, na klar, erstens 1a, Schritt 1.3. Illegale Pornografie-Posts. Das hat er wirklich so geschrieben. Aber er meinte das Gegenteil. Also hoffe ich. Was sich nämlich tatsächlich leider hervorragend auf Freiheitstwitter verbreitet, Darstellungen von Kindesmissbrauch. Twitter weigert sich jetzt auch, Abbildungen von sexuellem Kindesmissbrauch zu entfernen. Löschquote bei 9 Meldungen, 0%. Twitter kommt mit dem Löschen von Kindesmissbrauch nicht mehr hinterher. Dafür werden bei Twitter ganz neu jetzt andere Inhalte verborgen. Elon Musk gab dem Druck der Regierung nach, vor den Wahlen in der Türkei Tweets zu zensieren. Freiheit, Freiheit. Ja, aber kann ich verstehen, weil auch Alleinherrscher haben schließlich Gefühle. Bisschen laut und schrill, aber in Wahrheit gibt's da auch nette Menschen. Ah, du sagst es, Marco Buschmann, du sagst es. Und ganz ehrlich,
Die schlimmsten Hetzer und Hassverbreiter bei Twitter, das wissen wir alle eh, das waren sowieso schon immer diese verdammten Jonos. JournalistInnen, die über Elon Musk berichten, wurden heute Abend auf Twitter gesperrt. Das hier ist die US-amerikanische Journalistin Lynette Lopez und die ist plötzlich ein paar Tage nicht mehr in ihren Twitter-Account reingekommen. Sie hat nämlich ein paar Sachen geschrieben, die Elon Musk offenbar gar nicht gefallen haben. Zum Beispiel, da stimmte was nicht mit den Tesla-Batterien oder Bremstests bei Tesla, ist ein problematisches Thema. Oder was machen eigentlich die ganzen neuen IS-Terror-Fan-Accounts bei Twitter? Sag doch mal, Elon. Zum Glück kann Elon Musk als Twitter-CEO jetzt solche unbequemen Faktenextremistinnen einfach sperren. Freiheit, Freiheit. Es geht ihm natürlich nicht darum, Kritik auszublenden, das klingt viel zu negativ. Sankt Elon, der gute Mensch aus dem Internet, will Twitter einfach zu einem positiveren Ort machen. Ja, Elon Musk hat ein spezielles System entwickelt, um dir alle seine Tweets als erstes anzuzeigen. Inzwischen ist Twitter für Elon Musk das, was das Fachmagazin Andreas Gabalier für Andreas Gabalier ist. Ein autoerotisches Spiegelwix-Festival. Hallo, Halli, hallo, Hulapalu, Halli, hallo. Solange ihm niemand auf der Nase rumtanzt, ist es Elon Musk völlig egal, was auf Twitter passiert. Missbrauch von Kindern, Volksverhetzung, Aufruf zum Völkermord. Hauptsache niemand sagt, dass Tesla scheiße ist. Hä? Tesla ist doch scheiße. Nun, es ist aber so. Genau wie Twitter hat ja auch Deutschland AGBs. Sogenannte Gesetze. Und an die müssen sich alle halten, auch Unternehmen, sogar wenn sie Elon Musk gehören. Systemisches Versagen. Bundesamt für Justiz leitet Bußgeldverfahren gegen Twitter ein. Bam! Deutschland hat jetzt nämlich die Faxen dicke. Jetzt geht's Twitter an den blauen Kragen. Der frechste Vogelbesitzer der Welt hat's mit der Freiheit ein kleines bisschen übertrieben. Twitter muss rechtswidrige Inhalte, die gemeldet werden, entfernen. Tut Twitter es nicht, können Userinnen und User sich beim Bundesamt für Justiz beschweren. Im Bundesamt für Justiz werden jetzt wahrscheinlich die Festnetztelefone in der Pfanne verrückt. Aber es stimmt wirklich. Wenn ein soziales Netzwerk systematisch deutsches Recht ignoriert, dann gibt es Ärger. Aber damit das Bundesamt für Justiz überhaupt etwas unternehmen kann, braucht es Hinweise von Ihnen, von mir, von uns allen, aus der Bevölkerung. Wenn denen keiner was schickt, ermitteln die auch nicht. Und solche Hinweise hat der Rechtsanwalt Chanjo Yoon ans Bundesamt für Justiz geschickt. Hier, schauen Sie mal, er hat gemeldet, bei Twitter gibt's Kindesmissbrauch und Twitter lässt es einfach so stehen. Mit freundlichen Grüßen, wollt nur, dass Sie Bescheid wissen. Und das Bundesamt für Justiz, das war so dankbar und hat dem Rechtsanwalt diesen Brief hier zurückgeschrieben. Ein Brief vom Bundesamt für Justiz, in dem alles drinsteht, vorbildlich. Das Bundesamt verlinkt jeden einzelnen Tweet und schreibt das Aktenzeichen dazu, warum das alles rechtswidrig ist. So geht Transparenz, so geht ordentliche Verwaltung, dass wir mal was Positives vermelden können hier in der Sendung. Ist doch toll. Bravo, Bundesamt für Justiz. Ach, was sag ich? Bravo, Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit für das... Was ist denn? Was? Wie? Ach so. Ja. Also, wenn das Bundesamt für Justiz Post von einem bekannten Rechtsanwalt bekommt, dann arbeitet es zwar vorbildlich, aber seit Elon Musk Twitter übernommen hat, geht es da im Bundesamt irgendwie drunter und drüber. Wir haben in den letzten Monaten ein kleines bisschen Mäuschen gespielt und mitverfolgt, was das Bundesamt für Justiz so macht, wenn sich jemand bei Ihnen über Twitter beschwert. Ein bisschen aggro, ne? So ein bisschen dissonant, aber das ist ja auch deren Aufgabe, ne? So. Agro und dissonant, wie wir nun mal sind, ist uns nämlich aufgefallen, wenn man als einfache Bürgerin dem Bundesamt für Justiz schreibt, ey Bundesamt, bei Twitter, da steht was Illegales, das ist strafbar, mach mal was, dann bekommt man eher keinen ausführlichen Brief wie so ein Rechtsanwalt. Hier, über diesen rechtswidrigen Tweet zum Beispiel hat sich ein Bürger beim Bundesamt für Justiz beschwert. Meine Ehre heißt Treue. Das ist ein astreiner SS-Spruch, das ist sowas wie das Hakenkreuz, aber halt als Satz und... in Deutschland verboten. Twitter hat das trotz Meldung nicht gelöscht, bis heute. Ein Bürger hat sich darum beim zuständigen Bundesamt für Justiz über Twitter beschwert und schreibt am Ende sogar noch: Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Beschwerde unter Nennung Ihres Aktenzeichens. Aber was danach passierte?
bis heute mysteriös. Mysteriös. Wer war nochmal Bundesjustizminister? Ja, brauchst du gar nicht lachen, Elon Musk. Pass besser auf, weil FDP-Bundes-Free-Jazz-Minister Marco Buschmann kann nicht nur gefühlvoll in die Tasten hauen, sondern auch gefühlvoll zuschlagen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Plattformen dürfen es nicht einfach hinnehmen, wenn ihre Dienste zur Verbreitung strafbarer Inhalte missbraucht werden. Und jetzt läuft ein Bußgeldverfahren gegen Twitter wegen 200 Beschwerden. Aber wir wissen, es wurden noch über 800 weitere Beschwerden ans Bundesamt für Justiz geschickt. Was ist denn mit denen? Wir hoffen das Beste. Bei den 800 Beschwerden gegen Twitter beim Bundesamt geht es auch immer wieder um Nazigold, wie dieses hier. Meine Ehre heißt Treue. Das kam natürlich nicht nur einmal vor, mehrmals. Meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue. My honor means trust. Twitter hat trotz mehrfacher Beschwerden keinen dieser Tweets rechtzeitig entfernt. Und das Bundesamt für Justiz ist, ich sag mal so, ausgelastet. Aber warum? Das könnte daran liegen, dass es im Bundesamt für Justiz nur 10 Personen gibt, die die eingehenden Beschwerden gegen soziale Netzwerke bearbeiten. Nicht 10 Personen für Twitter, sondern für alle Beschwerden. Gegen alle sozialen Netzwerke. Bundesweit. Twitter, Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Telegram, Reddit, SoundCloud, Twitch und Pinterest. 10 Leute für viele Millionen NutzerInnen. Von September 2022 bis April 2023 wurden über 2000 Meldungen eingereicht, was zu einer höheren Auslastung des NetzDG-Bußgeldreferats in diesem Zeitraum geführt hat. Die 10 Leute im Bundesamt für Justiz, die wissen inzwischen gar nicht mehr, ob sie in der Mittagspause in ein Magnum-Mandel gebissen haben oder doch wieder in eine Eule. Burnout-Alarm im Bundesamt. Seit 2018 sind rund 4400 Beschwerden da eingegangen. Davon 2000 Beschwerden allein seit letztem September. Und mindestens 1000 davon gegen Twitter. Weil ein paar UserInnen mal was ganz Verrücktes gewagt haben. Sie haben das Gesetz ernst genommen. Der einen Freiheit ist eben der anderen Arbeit. Oder was sagst du dazu, Free Justiz Jazz Legende Marco Buschmann? Klingt so ein bisschen auch so nach Naturvölkern. Was meinst denn du? Wie könnte so ein mutiger Rechtsstaat klingen, der sich und die Menschen, die an ihn glauben, erfolgreich gegen unkontrollierte Milliardäre und ihre irren Internetfreiheitspläne verteidigt? Und wichtig auch die Frage, Marco, warst du schon mal auf unserer geilen Website www.vogel.rip? www.vogel.rip. Da gibt es alles rund um das spannende Thema What the fuck is going on bei Twitter und dem Bundesamt für Justiz? Und unsere ganzen Presseanfragen ans Bundesamt für Justiz, ans Bundesministerium für Justiz, an Marco Buschmann und an Twitter. Und die Antworten dazu, apropos, was sagt eigentlich SMS-Legende Matthias Döpfner zu diesem ganzen Twitter-Clusterfuck? Erstens, Klammer auf, eins, Klammer zu, A, Doppelpunkt, ich glaube, da war eins Prise Keter im Väter. Komma auf dem Kopf stehender Smiley, zu Flaki Laki, Boom, Boom, Punkt. Zweitens, Klammer auf, II, Klammer zu, 3, Semikolon, Doppelpunkt, more vulva at Twitter, beziehungsweise not. Und last but least, erstens, drittens, Klammer auf, B, Klammer zu, Omega, Klammer auf, IIV, Klammer zu, Doppelpunkt, Kunst ist Liebe, Ausrufezeichen. Ich kunste euch, Komma, best, Doppelpunkt, MD, heulender Lachsmiley, not, Ausrufezeichen. Das ist schön. Matthias Döpfner ist jetzt auch bei Twitter Blue. Klare Follow-Empfehlung heute am Follow Friday. Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, bleiben Sie stabil und gefühlvoll. Wir sehen uns nächste Woche. Ich jam jetzt hier noch ein kleines bisschen mit meinen neuen Freunden hier im Studio Ehrenfeld. Ich zeige Ihnen mal meinen neuen Track. Passen Sie mal auf. Free Jazz meets Freiheit. Lyrisch habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von einem hinter die Heizung gerutschten Leitsordner und der Brille vom Bundesjustizminister Marco Buschmann. Mein neuer Song heißt Marco Buschmann, Don't Escape from Danger, Do Your Fucking Job. Er geht folgendermaßen. Marco Buschmann, do your fucking job. Marco Buschmann, do your fucking job. Marco Buschmann, do your fucking job. Livi, kannst du ein bisschen Soul da noch mit reinmachen, rein improvisieren? Marco Buschmann, do your fucking job. Marco Buschmann, do your fucking job. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Fachaufsichtsbeschwerde, Fachaufsichtsbeschwerde. Freiheit, Freiheit. Marco Buschmann.